Willkommen hier zurück zu einem Vlog, heute zum Paris-Vlog. Ich werde jetzt hier das Ganze, muss in diesen Rucksack, ich muss noch Tasche packen, in einer anderthalb Stunden ungefähr geht's los, fahren wir zur Schule, in 2 Stunden ist Abfahrt. Naja, ich werde das Ganze jetzt hier noch in Tasche packen, der Selfie-Stick, da lädt noch alles. Bin echt mal gespannt, ich hoffe, ich kann ein paar geile Aufnahmen draus machen und wie gesagt, werde auch mein 100 Abonnenten-Special teilweise dort filmen. Heute dabei haben werde ich mein großes Stativ werde ich hier lassen. Mein Selfie-Stick nehme ich mit. Dann das Standard-Stativ, womit ich mit der Kamera filme, nehme ich mit. Fürs Handy, Powerbank, Laptop zum Schneiden und ein paar Süßigkeiten. Ich freue mich mega auf diesen Tag, weil ich glaube, letztes Mal in Paris bin ich vor 2 Jahren gewesen. Dann war dort ja der Anschlag und so weiter und so fort. Bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt dort vor Ort, die Stimmung, die Atmosphäre und sowas und so weiter sein wird. Bin mal gespannt. Freue mich aber total. Wir fahren um 23 Uhr los, sind morgen früh oder so erst da. Fahren dann abends wieder los und sind den anderen Morgen wieder hier und haben dann schulfrei. Naja, ich werde jetzt noch Tasche packen, die ganzen Kameraakkus und so weiter laden, mein Handy noch vollladen. Und den ganzen Kram und ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich im Bus sitze und auf dem Weg nach Paris. Es kann aber sein, dass ihr mich nicht seht. Muss mal gucken, wie das Ganze ist. Ansonsten sehen wir uns in Paris wieder. Maurice sieht sehr motiviert aus. Ich kann das ja okay. Maurice, sag mal hallo. Hi. Warte, bist du überhaupt drauf? Nee, ich sehe dich nicht. Ich habe nur Blogger. Nein, das eine Licht reicht. Nein, das mit der Maske. Mach einfach. Lego. Maske! Wö! Ich hab echt keinen Bock. Warte. Okay, also Versuch Nummer. Klappe die 2000ste. Wir haben jetzt hier schon. Nein, Trouble Vlogger ist wieder richtig on point hier. Wir haben jetzt noch. Zu den ernsten Dingen des Lebens. Okay, ja. Wir haben jetzt noch. Was hat er gesagt? 2 Stunden? 2 Stunden und 15 Minuten, ja. Zur nächsten Rast. Was? Da fehlen die Worte. Alles klar. Der ist ziemlich crazy drauf hier, der Busfahrer. Der Busfahrer ist cool. Ja, ne? Der ist voll crazy. Aber woher kommt der? Der hört sich irgendwie, ja, ist halt bayerisch. Ganz komisch. Ganz komisch.
Also das, was ihr bis jetzt gesehen habt, waren so Shots. Wir sind gerade noch mit der Schule unterwegs. Wir machen gerade noch unser schulisches, aktives, zwangsweisische Programm. Wir sind jetzt hier gerade, wie ihr im Hintergrund seht, am Sacré-Cœur angekommen. Das heißt auch so, ne? Ja, ne? Ich glaube schon. Haben dann von hier, wie ihr gesehen habt, diese Aussicht auf Paris. Der Eiffelturm ist, wenn ich drauf kriege, da. Da ist er. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen Zeit vertreiben. Ich glaube, eine Stunde haben wir jetzt hier Aufenthalt. Dann haben wir gleich noch ein bisschen Freizeit. Da gucke ich mal, wir sind gleich noch am Notre Dame, wo wir dann keine Ahnung wie viel Aufenthaltszeit haben. Tut mir leid, wenn ihr heute so ein bisschen viel Musik auf die Ohren bekommt. Ich bin jetzt hier, beziehungsweise wir sind jetzt hier zum ersten Mal im Notre Dame drin. Wir gehen jetzt hier gerade mal einmal kurz eine Runde rum. Ist hier gerade noch am Beten, deswegen werde ich jetzt nicht viel labern hier drin. Ich werde euch jetzt hier, ein paar Shots zeigen und dann bin ich auch wieder draußen. Deswegen, ich rede jetzt hier nicht viel. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Einblicken hier im Notre Dame. Can you be cold-hearted when you get that fire burning up inside it? Never running out of love, 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 then you get Also, haben wir jetzt unsere Freizeitzone erreicht. Einmal kurz vorstellen, sind zwar schon ganz ein Video, aber das ist der liebe Pierre. Das ist Chantal. Das ist der Maurice. Wir sind jetzt hier am Louvre angekommen. Wir uns dann gleich auch wieder. Das ist auch dann später unser Apollo-Ort, etwas weiter hinten. Wir werden jetzt hier noch ein paar Stündchen Zeit vertreiben, Steckdosen suchen. Sind hier welche von uns? Ich gehe ja nicht davon aus, dass welche so früh schon am Apollo-Ort sind. Ich würde dann sagen, ihr bekommt dann ein erneutes Mal. Dafür müssen wir Tickets holen. Und da hat er gesagt, müssen wir früher diese Dings kaufen. Online. Vorbestellen. Ja, hat der im Bus gesagt. Also nein. Nee. Ihr kriegt jetzt noch ein letztes Mal Musik auf die Ohren.
So Leute, und somit willkommen wieder zurück zu Hause. Ich hatte letzte Nacht irgendwie gar keinen Bock mehr, irgendwas zu schneiden. Ich habe im Bus zwar angefangen, aber als ich dann nach Hause kam, erstens ist während der Busfahrt dann beide Akkus länger, deswegen habe ich nichts mehr gefilmt. Als ich nach Hause kam, bin ich sowas von platt gewesen. Ich bin direkt ins Bett gegangen, beziehungsweise habe noch ein bisschen am Vlog geschnitten, bin dann ins Bett gegangen und ich war so fertig. Wenn euch dieser Vlog hier gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das 100 Abonnenten Special kommt da aber jetzt an der Stelle schon mal ein Dankeschön für die 100 Abonnenten. Ich hoffe, euch hat der Vlog hier gefallen. Wie gesagt, wenn ja, drückt gerne den Daumen nach oben. Hier seht ihr einmal den letzten Vlog und hier unten ist ein Bild von meinem Kanal. Da könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Ich bedanke mich dann vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich hab sehr viel Arbeit reingesteckt. Bin echt mal gespannt, wie das Endergebnis gleich ist. Ich hoffe, euch hat er gefallen, genauso sehr wie mir. Ich fand den Tag einfach voll geil. Wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Aber jetzt war es das für heute. Wir sehen uns im nächsten Vlog oder im nächsten Let's Play. Bis dann und tschüss.